Wer mein vorheriges Video gesehen hat, der weiß, dass ich gerade am Kochen bin, und zwar gefüllte Paprikaschoten. Und in diesem Video gibt es eine kleine Challenge. Da könnt ihr gerne mitmachen. Schaut euch das Video einfach an, das wird bestimmt lustig. Und in der Zwischenzeit, wo die Paprikaschoten im Backofen sind, kann ich ja für uns schon mal was Leckeres zum Kaffee machen. Und zwar einen gefüllten Hefezopf. Der ist richtig lecker und die Füllung ist auch lecker. Und der ist ganz einfach gemacht. Für den Teig benötige ich 500 Gramm Mehl, 75 Gramm zerlassene, wiedererkaltete Butter, 150 Milliliter lauwarme Milch, 50 Gramm Zucker, 150 Gramm Creme Fraiche, eine Prise Salz, Trockenhefe und ein Päckchen Vanillezucker. Und für die Füllung getrocknete Aprikosen. Ich habe hier Soft-Aprikosen, ein bisschen Orangensaft, ein bisschen Aprikosenkund, Fetüre, zwei Eier, 200 Gramm Marzipan, was mit Marzipan ist ja sowieso immer lecker, und für einen Zopfstrang noch gehackte Mandeln, das wird ein richtig leckerer Zopf. Und für den Teig, der ja so einfach zu machen ist, gebe ich einfach das Mehl in eine Schüssel, rühre mir die Hefe einfach darunter, also die Trockenhefe darunter. Die sollte da richtig schön sorgfältig einfach unter das Mehl heben. Und dann kommen alle anderen Zutaten einfach dazu. Und zwar den Zucker mit rein, die Vanille, den Vanillezucker mit rein, dann die Butter und die Milch, eine Prise Salz. So, und 150 Gramm Creme Fraiche. Das wird ein richtig leckerer Teig. Und der Zopf ist so einfach gemacht. Und das ist ein schöner Osterzopf auch. Also wenn er zu Ostern, hier in so einem Becher sind 200 Gramm und dann lasst er so Pi mal Auge 50 Gramm einfach über und gebt das hier zusammen. Und das war's auch schon. Dann gebe ich das in die Küchenmaschine. Lass den jetzt ja so gute 8 Minuten richtig schön durchkneten und stell den an einen warmen Ort. Jetzt brauchen wir das ja nicht mehr im Backofen zu machen. Die Sonne scheint draußen und dann kann der draußen gehen und ist dann auch fertig, wenn mein Mittagessen fertig ist. Wunderbar. Mein Hefeteig für den leckeren Hefezopf, der ist jetzt richtig schön aufgegangen. Den habe ich jetzt so 45 Minuten in der noch nicht ganz so warmen Sonne stehen lassen. Und dann kann ich jetzt, bevor ich den jetzt bearbeite, die Füllung fertig machen. Und zwar brauche ich dafür ja 200 Gramm Marzipan. Das habe ich mir hier so in kleine Stücke geschnitten, einfach damit die Maschine das besser verrühren kann. Und dann gebe ich mir zwei Eier in die Küchenmaschine. Das ist ganz schnell gemacht und ist richtig lecker. Auch weil die Aprikosen passen ja auch so super zu dem Marzipan. Dazu kommt jetzt das Marzipan und zwei Esslöffel von der Aprikosenmarmelade und zwei Esslöffel Orangensaft. Und da könnt ihr, wenn ihr gerne möchtet, auch Orangenlikör nehmen. Aber wenn ihr jetzt Kinder dabei habt, vielleicht dann eben nicht, aber das schmeckt auch total lecker. Und in der Zeit, wo das jetzt schön verrührt wird, also untereinander gerührt wird, schneide ich mir die Soft-Aprikosen in ganz kleine Stücke. Die kommen dann da rein, wenn die Masse sich richtig gut verbunden hat, und ein paar von den gehackten Mandeln. Und die restlichen Mandeln brauche ich für einen Strang von dem Zopf. So, jetzt ist meine Masse hier schon schön untergerührt und jetzt kann ich die Aprikosen dazugeben, damit die auch noch mal schön untergehoben werden und sich in der Masse richtig schön verteilen können. Und von meinen gehackten Mandeln nicht ganz die Hälfte, weil die andere Hälfte brauche ich ja für einen Strang. Aber so ein bisschen was darf hier auch bei sein. Jetzt verrührt sich das richtig schön. Ich glaube, das reicht auch schon. Und dann kann ich mich jetzt um den Teig kümmern. Und den rausholen, richtig schön durchkneten und in drei Teile teilen. Man könnte einmal sehen, wie schön der ist. Der ist ja mit dem Creme Fraiche gemacht und mit gar keinem Ei. Ist also ein etwas anderer Hefeteig, aber der ist richtig schön. Der ist auch ganz geschmeidig. Und jetzt knete ich den noch einmal richtig durch und teile mir den in drei Teile.
Jetzt habe ich mir den Teig richtig schön durchgeknetet und jetzt muss ich natürlich Rollen machen. Einen, den lasse ich ja so und den werde ich dann richtig feste ausrollen. Und das gleiche mache ich mit dem anderen auch. Und den muss ich ja nochmal platt rollen, weil da die Füllung rein muss. In diesen hier gebe ich jetzt die Mandelsplitter oder gehobelten Mandeln und knete mir die erstmal richtig schön unter, damit ich den dann auch zu einer richtig schönen Rolle machen kann. Muss da so lange kneten, bis alle Mandeln von der Arbeitsfläche weg sind. So, jetzt habe ich meine Stränge fertig für den leckeren Zopf. Einmal ohne alles, einmal mit Mandeln. Und hier kommt jetzt die leckere Füllung rein. Dafür hole ich mir die jetzt hier und verstreiche mir die schön auf dem Strang, den ich ja genauso gerollt habe wie diesen und dann einfach nochmal schön ausgerollt, damit hier die Füllung schön reinkommen kann. So. Und dann wird das einfach eingerollt und zum Zopf geflochten. Das sieht richtig gut aus. Richtig lecker sieht das aus. Und jetzt nehmt ihr einfach den Zopf und dreht den schön ein. Also diesen einen Strang einmal rum und nochmal rum. So. Bisschen zusammen machen und auf die andere Seite heben. Und jetzt hole ich schon das Backblech. Das habe ich ausgelegt mit Backpapier. Und darunter habe ich ein bisschen Margarine gestrichen und hier gebe ich jetzt meine Zöpfe drauf und heb mir den auch hier rüber. Keine Angst. So. Und dann könnt ihr schon anfangen zu flechten. Und zwar erstmal oben ein bisschen zusammen machen, damit er auch zusammen bleibt. Dann gehen wir mit dem hier rüber. Mit der Füllung müsst ihr ein bisschen aufpassen, geht aber trotzdem wunderbar. So, wie beim Zopf. Und dann darf der nochmal 20 Minuten hier schön abgedeckt einfach stehen. Dann bepinsel ich den noch mit einer Ei-Milch-Mischung, damit der auch schön braun wird. Und den Rest dreht ihr euch jetzt auch einfach zusammen, damit der schön zusammen bleibt. Jetzt kann der erstmal nochmal in Ruhe schön gehen. Bin schon fleißig dabei, den Zopf einzupinseln. Und zwar habe ich mir hier ein Eigelb verquirlt mit ein bisschen Milch. Und den Zopf habe ich natürlich hier noch stehen lassen, so 20 Minuten. Und jetzt streiche ich den richtig schön mit der Ei-Milchmischung ein, damit er eine richtig schöne goldene Farbe bekommt. Und den Backofen habe ich geheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und da geht der jetzt rein für so 35 Minuten, bis der schön goldbraun gebacken ist. Und dann können wir unseren leckeren gefüllten Zopf auch schon genießen. Mein gefüllter Hefezopf ist fertig und war 40 Minuten im Backofen. Und wenn der rauskommt, sieht der so aus. Und ich habe den, als der direkt aus dem Backofen war, mit Zuckerguss eingepinselt und mit ein bisschen Mandeln und Hagelzucker bestreut. Das kann man machen, muss man aber nicht. So ist der ein bisschen süßer als auf der Seite. Das kann man machen. Ich mag das ja gerne mit dem Puderzucker, mit dem Puderzuckerguss. Das ist total lecker. Und jetzt können wir den anschneiden. Der ist schon ganz gut abgekühlt, noch ein bisschen handwarm, würde ich sagen. Aber jetzt schneide ich den mal an. Und dann ist der innen auch total lecker und die Füllung. Und der Teig ist so toll wegen der Creme fraiche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an dem Gitter hier direkt runterkomme. So sieht der aus von innen. Der ist natürlich jetzt überall etwas anders. Hier ist die Füllung auf dieser Seite. In der Mitte ist die Füllung halt in der Mitte. Und an dem Ende ist die Füllung
auf der linken Seite, rechte Seite. So sieht der leckere Hefezopf aus. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ich drücke nochmal, wie schön weich dieser Teig ist. Hefeteig ohne Ei, schön mit der Creme fraiche, richtig lecker. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Über ein Like freue ich mich und natürlich über jeden Kommentar. Bis dahin, eure Bea. So, jetzt kann ich ein Stück abschneiden. Der will ja auch gegessen werden. Der ist für mich.